Herr Professor Marquardt, wie verändert sich der Materialfluss im Krankenhaus durch den digitalen Wandel? Wir haben ganz neue Prozesse, die sich aus der Digitalisierung, speziell auch im Materialwirtschaftsbereich, im Krankenhaus resultieren. Diese Prozesse setzen sich zusammen aus der Steuerung des Materials über digitale Ketten und aus der Zuordnung des verbrauchten Materials zum Patienten selber. Ich versuche es kurz zu erklären. Wenn heute Material ins Krankenhaus kommt, dann bin ich schon in der Lage, Informationen zum Artikel mit Informationen aus dem Haus zu verheiraten, beispielsweise über Barcode oder über RFID. Der so ausgestattete und so definierte Artikel läuft dann seinen Weg bis zum Verbrauch, beispielsweise am Kathetertisch in der Klinik. Dort wird dann der Artikel einfach gescannt und ist somit einschließlich der Informationen aus der Materialwirtschaft dem Patienten zugeordnet. Was bedeutet das? Ich habe alle Informationen, welcher Artikel an welchem Patienten verbraucht ist, mit welcher Seriennummer, mit welcher Charge. Und ich kann immer kontrollieren und Fragen beantworten, die sich zu diesem Artikel stellen. Und ich weiß auch, welche Artikel haben wirklich sich an welchem Patienten ausgewirkt. Wo sehen Sie Möglichkeiten für Big Data, wie zum Beispiel im Kontext von Controlling? Big Data heißt ja heute, wir müssen in der Lage sein, beliebige Informationen in eine große Archivumgebung hineinfließen zu lassen. Informationen, die unstrukturiert sein und strukturiert, Informationen beliebiger Art, die aus Papier gescannt sind oder. Diese Informationen müssen auswertbar sein, sowohl für medizinische Zwecke, jetzt Behandlungszwecke, aber auch für Zwecke, die sich auf Material oder DRGs beziehen. Das heißt, eine solche Umgebung ist erstmal in der Lage, vorhandenes Datenmaterial in Profile, ob zum Patienten oder zu einem Materialartikel, aufzubereiten und dann der entsprechenden Instanz, ob Arzt oder Materialwirtschaftler, zu präsentieren. Das heißt, ich bekomme aus den Daten endlich Informationen, die Qualität beinhalten, die Strukturen beinhalten und die mir Empfehlungen geben, was ich künftig in bestimmten Materialumgebungen tun soll in Bezug auf die Thematik, die hier im Mittelpunkt steht heute. Wo stehen denn die deutschen Krankenhäuser in dieser Hinsicht? Ganz am Anfang, bei beiden Themenstellungen, die ich genannt hatte, Thema 1, wie schaffe ich es, patientenbezogenes Materialmanagement zu betreiben? Inzwischen kann ich hier und da bestimmte Dinge zuordnen durch Scan oder. Aber von Anfang des Materialflusses, das Material in seiner Identifikation seitens des Herstellers und seitens des Krankenhauses direkt zu verheiraten und die komplette Information zum Patienten zu bringen in das klinische System, da stehen wir noch am Anfang. Welche Rolle spielt die Interoperabilität zwischen den Systemen? Wir brauchen natürlich offene Kommunikationsstrukturen, sonst geht es gar nicht. Wir brauchen andere Architekturen im Krankenhaus. Heute ist es noch so, dass sich speziell die Krankenhausinformationssysteme oft als Hemmschwellen in der Kommunikation darstellen. Und wir streben Architekturen an, die ein Archiv in die Mitte stellen und sich dann beliebige Anwendungen ohne Kommunikationsbarrieren, wenn sie bestimmte Kommunikationsstandards einhalten, dort anflanschen können. Das heißt, das Zentralarchiv mit seiner Intelligenz oder auch Big Data werden die Zentralen sein der Architektur und KISS-KASS-Umgebungen werden ihre Bedeutung mittelfristig verlieren.